Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute soll es uns um Schwarz auf Weiß gehen. Genau, und zwar um Line Art. Die Watercolor-Farben habe ich heute mal beiseite gepackt. Das heißt, wenn ihr gleich mitmachen wollt, die Vorlage findet ihr auch nochmal unter dem Video, beziehungsweise haben meine Newsletter-Abonnenten die Vorlage zu dem Video auch zugeschickt bekommen. Das heißt, wer ein bisschen Probleme hat mit dem Skizzieren anhand meines Videos jetzt, der kann natürlich auch die Vorlage nehmen und sich dann einfach ganz in Ruhe die Skizze übertragen. Wir brauchen ein weißes Skizzen- oder auch Zeichenpapier, zwei Feinliner, einmal Größe 0,1 und die Stärke 0,5, einen Bleistift HB und ein Radiergummi. Die Skizze habe ich jetzt hier auch schon angelegt. Ich zeige euch jetzt aber hier nochmal mit dem Feinliner, dann werden wir ein paar knifflige Stellen durchsprechen, wie ich da rangehe, wie ich das nachzeichne. Ganz genau, also wer die Skizze jetzt noch nicht mit Bleistift übertragen hat, der kann natürlich auch erstmal mit dem Bleistift dann, wenn ich jetzt mit dem Feinliner nachzeichne, mitmachen, dann einfach auf Pause drücken und zeichne dann erstmal den Feinliner drüber, bevor wir dann in unsere Details gehen. Bevor ich direkt losstarte, noch zwei Sätze zu, was ist Line Art? Line Art ist eine Unterkategorie vom Zeichnen. Es geht hier eher darum, die Objekte nicht naturrealistisch zu zeichnen, sondern eher wirklich im Flat Design, das heißt wirklich 2D, also die dürfen auch 2D aussehen. Wir arbeiten hier mit geführten Schraffierungen, also es sind jetzt keine, wie man es im Zeichnen kennt, hier so Schraffierungen, so wild durcheinander und immer ganz viele Striche, sondern es sind gefühlte Feinliner-Striche und auch die Details später, das machen wir gleich nochmal, die sind wirklich geführte Striche, kleine, kurze Punkte oder Striche, die für den Kontrast sorgen dann für unser Objekt. Und ein wiederum unter Line Art gibt es nochmal eine weitere Kategorie, das ist One-Line-Drawing. Na, das haben vielleicht einige schon gesehen, blende ich jetzt hier nochmal ein. Das ist wirklich mit einem Marker oder mit einem Feinliner ein Objekt nachzeichnen, ohne aber den Stift dabei aufzusetzen. Wenn ihr, das geht auch im Line-Art-Drawing, kann man dann auch machen, kolorieren. Ja, wichtig sind dann Feinliner, die wasserfest sind, damit man dann vielleicht nochmal mit Aquarellfarbe drüber gehen kann. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich starte mit meinem 05er Feinliner. Ich habe mir hier eine Vorlage ausgesucht. Ich habe hier drei Lavendelblüten und eine Hummel. Die Vorlage war hier ein Foto aus dem Garten meiner Eltern. Hier sieht man das kleine Hummelchen. Und jetzt geht es erstmal um die Outlines mit dem 05er Feinliner, bevor wir uns mit den Details mit dem 01er ranmachen. Okay, hier meine Hummel. Damit fange ich erstmal an. Die Flügel zeichne ich hier einfach nach. Das ist jetzt hier noch die einfachere Aufgabe. Und ich habe meine Hummel, die ist ja tatsächlich so ein bisschen pummelig und wuschelig. Die hat so diese Härchen, die stehen so ein bisschen ab. Und das deute ich nur an, indem ich hier kurze Striche mache. Immer wieder um die Hummel drumherum, so diese Außenkante, mache ich hier nur so ganz kurze Striche. Dann hat sie hier so Fühler und auch hier geht es weiter. Ich kann auch mal einen Strich zwischendurch setzen und nur so andeuten, dass sie hier einfach so Punkte und kurze Striche, dass sie einfach ein bisschen pummelig ist. Auch hier hinten sieht man sie noch ein bisschen so. Okay, dann die Hummel, die hat hier zwei Farben, das ist einmal schwarz und dann so ein Gelbton. Die Unterscheidung tatsächlich, die auch mache ich hier auch wieder mit solchen kurzen Strichen. Achso, hier hat sie noch so ein bisschen, das habe ich noch nicht eingezeichnet. Und zwar so eine Ärmchen, die sind hier bei der Hummel ein bisschen dicker und auch wieder schön so ein bisschen wuschelig. Habe hier einen eher stärkeren Stiel und dann von diesem Stiel aus habe ich dann hier meine Blüten, diese ganz einzelnen Lavendelblüten und die deute ich jetzt hier im Prinzip an mit diesen tropfenartigen Ovalen und überschneiden sich immer. Ich versuche hier mal meinen Strich einfach mal so durchzuziehen, dass ich hier so eine Orientierung habe. So, den mache ich nicht ganz durchgängig.
Und hier kommen jetzt meine tropfenförmigen Ovale immer ran und baue mir so mein Lavendel hier auf. Ich habe jetzt hier so Blüten, also diese Lavendel-kleinen Knospen, die haben dann hier noch so vereinzelt Blüten drauf. Einige sind schon so ein bisschen vertrocknet und einige sind aufgeblüht. Und hier an so einer aufgeblühten sitzt dann im Prinzip auch diese kleine Hummel. Möchte den Nektar daraus schlabbern. Und da habe ich jetzt hier im Prinzip nur in der Mitte noch so einen kleinen Punkt gemacht. Und den Rest, den werden wir dann mit unseren Details mit dem 01er Fineliner machen. Hier in meine Zwischenräume setze ich hier noch ein bisschen die Striche. Habe dann einfach noch ein bisschen mehr Abgrenzung. Hier für den hinteren Lavendel ist auch wichtig, dass hier diese Blüten wirklich kleiner ausfallen, damit wir einfach von der Perspektive her auch wirklich sehen können, okay, dieser Lavendel liegt jetzt hier weiter hinten, deswegen auch kleiner. Bevor ich den 05er Fineliner jetzt ablege und den nicht mehr brauche, werde ich mir hier erst die schwarzen Bereiche meiner Hummel erstmal dunkel machen. Und da mache ich jetzt hier wirklich ganz kurze Striche. Der 01er Fineliner soll jetzt mir hier bloß oben ganz leicht mit so kleinen Pünktchen andeuten, dass hier im Prinzip auch ein bisschen Farbe drin ist, aber dass sie sich einfach unterscheidet. Wir haben dann hier so ein bisschen andere Struktur, na, und es hebt sich dann hier einfach von meinen schwarzen Strichen einfach ein bisschen ab. So, hab dann hier das Beinchen. Und mache hier ganz kleine Punkte und nur so an der rechten Seite. Also ganz kleine, viele Punkte. Und bekomme hier dann ein bisschen mehr Kontrast rein. Auch in meine Ärmchen und Beinchen der Hummel. Die fühle auch schön mit dem 01er Fineliner, dann werden sie so ganz zart. Und imitiere hier im Prinzip hier könnt ihr euch auch schön eine Vorlage aus der Natur nehmen. Entweder wirklich selber ein Foto von der Hummel machen oder auch einfach mal im Internet nach Fotos schauen, wie die Flügel wirklich aussehen, damit sie ungefähr eine ähnliche Struktur, wie sie auch in der Natur vorkommen. Aber wie gesagt, ähnlich. Es gibt ja Leute, die es wirklich sehr, sehr genau und sehr detailreich nehmen. Ich orientiere mich jetzt nur ungefähr an meinem Foto. Der Lavendel hat jetzt hier an seinem Stiel ganz, ganz kleine, kurze Striche, so an der Seite. Schön für den Kontrast. Kleine Striche. Und diese kleinen Blüten, da gehe ich jetzt hier von meinem Stiel aus, so nach oben. Und setze aber auch mal so Punkte, also Striche, Punkte. Striche, Punkte und komme im Prinzip aber auch immer wieder so zurück zum Ansatz. Also, dass man hier wirklich dunkle Bereiche, Kontrast reinbekommt an den Ansatz meiner einzelnen Lavendelblüten. Das ist jetzt hier so eine Fleißaufgabe, also das dauert jetzt hier wirklich einfach ein bisschen länger. Lineart ist auch wirklich was für sehr geduldige Menschen, die lange und gerne an einer Illustration sitzen.
weil wirklich diese Fineliner-Striche, diese geführten, langsamen Striche, die sind zeitintensiv, können aber auch extrem entspannend sein. Meine Hummel und der Lavendel ist fast fertig. Ihr seht, ich habe sie noch ein bisschen dunkler gemacht. Ich habe hier die Striche noch ein bisschen verdichtet. Hat mir dann doch besser gefallen, gerade im Kontrast dann zu den Lavendelblüten. Jetzt haben wir hier noch diese Blüten, die hier so aufgegangen sind. Da mache ich jetzt einfach hier nur so Punkte drumherum. Na, dann habe ich einfach nochmal eine andere Struktur. Also lange, kurze Striche oder Pünktchen quasi. Das ist so das Werkzeug für die Details im Prinzip. Kann aber auch nochmal zum Beispiel hier vom Mittelpunkt aus nochmal so kurze Striche machen. Unsere Line-Art-Zeichnung ist fertig. Ich finde, sie hat auch immer so was Elegantes irgendwie, weil dieses Schwarze auf Weiß und dann diese dicken und dünnen Fineliner-Striche, das macht irgendwie total was her. Einige finden diese Striche total öde und langweilig, diese Details nachzuzeichnen. Andere finden es mega meditativ. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ich freue mich einfach aufs nächste Mal und sage bis dahin Tschüss!